Mein Vater war dazumal immer der Meinung, dass man diversifizieren und nicht nur etwas machen, nicht eine Monokultur machen. Man tut jeden Baum um, nur dass man dort noch ein paar Meter Soja pflanzen kann. Vielleicht ist der Charakter der Familie, wo man lernt von klein auf, was einem nicht gehört, gehört nicht einem. Ich kann zur Nacht hinliegen und schlafen. Ich muss mich nicht Sorgen machen, was ich alles irgendwie nicht richtig gemacht habe in der Vergangenheit. Und ich bin überzeugt, dass es viele Leute hat, die zur Nacht nicht ruhig schlafen können, weil sie irgendwie so viele krumme Sachen gemacht haben. Sojaernte im Westen Brasiliens, Bundesstaat Mato Grosso. Wo vor 30 Jahren Wildnis herrschte, regiert jetzt die industrielle Landwirtschaft. Der Sojaboom hat die Stadt Lucas do Rio Verde zu einer der reichsten Städte Brasiliens gemacht. Gegründet wurde die Stadt vor knapp 40 Jahren von Schweizer Auswanderern. In der Savanne Brasiliens wollten sie die Tugenden ihrer Heimat durchsetzen: gute Schulen und gemeinschaftliches Arbeiten. Ihr Traum hat sich auf eine ganz andere Weise erfüllt. Statt Vielfalt regiert die Monokultur. War der Kampf der Familie Huber für eine gerechtere Welt vergebens? Dieser Frage gehen wir in diesem Film nach. Huber war 13, als er mit seinem Vater in die Wildnis zog und hier zum Pionier wurde. Er besucht einen historischen Ort. Das ist das, was der Vater gemacht hat, aus dem Null. Es hat nichts gehabt hier. Ohne den Vater hätte es wahrscheinlich Lucas do Rio Verde nie existiert. Anton Huber gründete mit anderen Siedlern zusammen eine Genossenschaft. Vor 30 Jahren erstellten sie das erste Getreidesilo in der Gegend. Der Vater ist Ende 2015 gestorben. In seinem Getreidesilo werden jährlich noch immer 60.000 Tonnen Soja gereinigt und getrocknet. Wie aber wurde eine Schweizer Bauernfamilie im wilden Westen Brasiliens zu Städtegründern? Klaus Huber, der Onkel von Luis, hat die ganze Geschichte von Anfang an mitgemacht. Meine erste Kindheitserinnerung. Ich bin auf einem Steg gesessen dort vor dem Haus, also ein Haus, ein Bauernhaus, wo es die Steg so schön gleich hochgeht und bin dort in der Sonne gesessen. Und habe die Sonnenwärme so richtig gespürt. Und ich brauche das auch manchmal in gewissen Momenten, um so angenehme Gefühle in mir aufzuwecken. 1951 wanderten die Hubers mit 9 Kindern aus dem luzernischen Cotwil nach Brasilien aus. Klaus war 10, als die Hubers mit dem Schiff im Hafen von Santos ankamen. In der Schweiz gab der Bauernhof nicht genügend her, um allen Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen. Heute leitet Klaus Huber ein Institut für Alternativmedizin und Umwelterziehung am Rande von Lucas do Rio Verde. Hier kultiviert er die heilenden Kräuter, die in der Natur kaum noch zu finden sind. Klaus lebt als einziger der Geschwister noch in Lucas do Rio Verde. Hier hütet er die Erinnerungen an die Suche der Familie Huber nach einem besseren Leben. 20 Jahre nach der Auswanderung hatten die Huber-Söhne ihren Traum vom eigenen Land immer noch nicht verwirklicht. Wie andere Pächter und Kleinbauern waren sie bei den Banken verschuldet. Ende der 70er Jahre gab die Regierung das riesige Buschland im Westen Brasiliens zum Anbau frei. Hier bekamen die Hubers mit 50 weiteren Interessenten Land, um eine landwirtschaftliche Kolonie aufzubauen, 2,5-mal so groß wie der Kanton Luzern. Die Anfänge waren beschwerlich, ohne Strom, mit viel Staub und Mücken. Die Hubers lebten in Zelten, wuschen sich im Fluss. Sie schlossen die Siedler in einer Genossenschaft zusammen, gründeten Schulen.
Auf Druck der Regierung schlossen sich dem Projekt 200 landlose Bauernfamilien aus dem Süden Brasiliens an. Und dann haben wir uns das so vorgestellt, die Regierung das auch wollte, dass jeder Bauer auf seinem Land wohnen. Und dass es gewisse Distanz ein Schulhaus gab, wo dann unter unserer Führung sich entwickeln als eine Art Gemeinschaftszentrum, wo dann die verschiedenen Nachbarn sich treffen und in den Schulräumen könnten ihre Sitzungen und ihre Treffen und ihre Feste organisieren. Klaus Huber und seine damalige Frau bauten die Schulen auf. Ihr Einsatz führte zu Konflikten mit Beamten der Regierung. Sie haben einfach gemeint, wir müssen da auch mehr politisch tätig sein, im Sinn, dass man folgen muss in denen, die gemacht haben. Und das war einfach nicht unsere Art. Wir haben einfach gemeint, wir wollen das Beste bringen, weil wenn man nicht eine gute Erziehung hat im Gebiet, wenn man nicht gute Schule hat, dann funktioniert alles zusammen nicht. Wegen dem Schulsystem und wegen der Arbeit, die wir gemacht haben, unter den Gemeinschaften, die dort so organisiert worden sind, haben wir recht grossen Druck müssen spüren. Ja, wo ich lieber nicht gerne alles erzähle. So ja. Das war die goldene Verheißung im weiten und wilden Westen Brasiliens. Wo die neue Kornkammer der Welt entstehen sollte, brach ein unbarmherziger Kampf um das Land aus, der mit Fäusten und Kugeln ausgetragen wurde. Er hat bis heute seine traumatischen Spuren hinterlassen. Ein Besuch bei Luiz Huber und seiner Frau, 40 Kilometer außerhalb von Lucas do Rio Verde. Hier züchten sie Geflügel und pflanzen Bäume. Wir haben ein Projekt, wo wir bis jetzt schon etwa 70.000 bis 80.000 Bäume gepflanzt haben. Mit der Natur kommt auch die Wildnis zurück. Der Jaguar hast du mal gesehen? Ja, da vorne, da ist er durchgelaufen. Die Hunde haben angefangen zu bellen, da oben. Und nachher bin ich mit der Lampe vorgekommen und dann habe ich ihn gesehen, da vorne. Ein riesen Viech. Nachher bin ich dann rausgekommen mit dem Gewehr und dann habe ich ein bisschen geschossen, aber nicht zum Verletzen, weil so ein Tier so etwas darfst du nicht machen. Dann ist er dann unter dem Baum dort, dem Orangenbaum, ist er stehen geblieben, habe ich nur noch mal geleuchtet und dann ist er dann weggegangen, da, aber in den Wald rein. Mit einer vielfältigen Landwirtschaft nimmt Luis eine ursprüngliche Idee seines Vaters wieder auf. Also die Idee war, dass viele kleine oder verschiedene kleine verschiedenes machen. Und das ist die Idee vom Vater gesehen von der Genossenschaft gesehen und die ist auch so umgesetzt worden am Anfang. Und wieso ist alles ganz anders geworden, wie ein Blick zum Nachbarn zeigt? Es hat verschiedene Gruppen Leute, die einfach alles für sich wollen haben. Leute, die überhaupt nicht einmal hätten dürfen, Land besitzen, weil sie sind Angestellte von der Regierung waren. Und sie haben dann auch gegen den Vater gekämpft, weil mein Vater hat einfach mehr auf die richtige Sache setzen und hat das auch so gemacht. Hat Luis Huber keine Angst, über diese Zeit zu sprechen, als bewaffnete Schergen seinen Vater bedrohten? Gewalt, also mir macht das nicht Angst, irgendwie etwas zu erzählen. Das sind ja Tatsachen. Also die können das nicht verstecken, ewig. Und das steht sogar in den Zeitungen drin. Man kann dort schauen, wer wo was gemacht hat. Die Pioniere aus der Schweiz wehrten sich gegen den Landraub und verteidigten ihre heimatlichen Ideale. Zum Beispiel, wo die Ersten wollten wieder fortgehen von da, weil es eine schwierige Zeit war. Mein Vater hat sich geweigert, um irgendwie ein Stück Land mehr zu kaufen. Er fand, hey, das ist nicht richtig, da muss wieder eine neue Familie kommen, damit nicht nur ein Grosser da steht und zwei Kleine verschwinden. Oder? Das war die Idee. Seine Geschwister leben und arbeiten in der Schweiz. Weshalb ist Luis Huber in Brasilien geblieben? Das Schöne hier ist, dass man so etwas noch machen kann.
Also es ist noch machbar, dass man irgendwie so einen Staudamm herproduzieren kann und dass man irgendwie noch etwas verändern kann. In der Schweiz, wo kannst du so einen Staudamm machen? Das ist nicht möglich dort. Das ist irgendwie alles schon gemacht. Mit Steuererleichterungen und Krediten fördert die brasilianische Regierung den Großgrundbesitz. Nur wenigen bescherte die Soja märchenhaften Reichtum. Von den 200 landlosen Bauern aus dem Süden, die mit den Hubers nach Lucas do Rio Verde gekommen waren, sind 190 wieder weggezogen. Ildo Romanzini ist geblieben. Auf 500 Hektar Land baut er Soja an, in der Stadt führt er ein Warenhaus. Ich kam mit meiner Familie 1982 hier an, am 31. Mai. Lucas do Rio Verde existierte nicht. Es gab nichts, und du weißt, was das bedeutet. Nichts von gar nichts. Damals wurde einer ihrer Nachbarn von einem Schlangenbiss getötet. Heute gibt es in Lucas ein Spital und zwei Universitäten. An die Pioniere aus der Schweiz erinnert sich Romanzini gerne. Zur Familie Huber gehörten der Anton, der die große Genossenschaft aufbaute, Klaus Huber und seine damalige Frau Betsch. Für Dona Betsch war die Bildung das Wichtigste, das gefiel ihr, das war ihr Thema. Mein Name ist Maria Elisabeth Kurmann. Mein Vater ist Alois Kurmann, ist von Albersville. Elisabeth Kurmann kam in Brasilien zur Welt. Sie begleitete ihren damaligen Mann Klaus Huber mit vier Kindern in die Wildnis. Wie viel Schulen hast du hier aufgebaut? 26. 26 im ungefähr 30 Kilometer weiter weg eine von den anderen. Hast du damals Angst gehabt? Nein. Nicht Angst, aber ich Angst nicht. Angst habe ich nachher. Nach langer Zeit besucht Elisabeth Kurmann eine der Schulen wieder, die sie gegründet hat. Ihren Schulen gab sie damals die Namen von Dichtern. Gegen den Widerstand der lokalen Machthaber, die lieber den Namen eines Politikers gesehen hätten. Von Casa. Pode nos receber? Vamos lá. Mit den Schulen siedelten sich immer mehr Familien in der Gegend an. Damit begann Lucas do Rio Verde zu wachsen. Aber der Schulverwalter findet keine Erinnerungen an die Zeit, als Elisabeth hier in einem Holzschuppen Portugiesisch unterrichtete. Überhaupt sind in der reichen Sojastadt die Erinnerungen an die Schweizer verschwunden. Das alles tut mir nicht gut. Es sind so viele Erinnerungen, die hochkommen. Die Drohungen haben dazu geführt, dass man sich immer mehr zurückzog. Ich habe immer noch Angst zu sprechen. Ist das zu glauben? Aber ich werde sprechen. Wir waren Zeugen, wie Funktionäre die Landverteilung manipulierten und arme Siedler vertrieben. Wir besuchten die Schulen im ganzen Inland. Alle 30 Kilometer gab es eine kleine Schule, nicht so schön wie hier, sondern eine Hütte. Und damit hatten wir Zugang zu den Eltern. Und so erfuhren wir all diese Sachen. Es waren kleine Landwirte, die verstreut lebten und ihre eigenen Rechte nicht kannten. Und wir begannen, diese Leute aufzuklären. Und damit machten wir uns unbeliebt. Pistoleros drohten, ihr Haus anzuzünden. Ihre Familie wurde mit dem Tod bedroht. Unterwegs mit dem Auto wagte sie nicht anzuhalten. Ja, es gab Drohungen. Ich hatte große Angst. Und wenn jemand nachts an der Straße stand und mitfahren wollte, fuhr ich einfach weiter. Und das war für mich sehr, sehr hart. Duro.
und die ganzen Anstrengungen, in der Wildnis eine bessere Welt zu schaffen? Die Realität hat uns besiegt. Die Realität dieser Epoche. In der Realität waren sie die Mehrheit. Vielleicht, wenn unsere Gruppe etwas größer gewesen wäre. Aber wir waren Träumer. Naive Träumer. Das ist die Realität, die sich durchgesetzt hat. Eine hochproduktive Landwirtschaft, in der es den Beruf des Bauern kaum noch gibt. Die Setzlinge werden im Genlabor entworfen. Die Chemiekonzerne bestimmen, was gut ist für den Boden und was nicht. Vor 30 Jahren träumten die Hubers von etwas ganz anderem. Ihr Projekt sah vor, dass jeder Kleinbauer einen Teil seines Waldes schützt und dazu eigenes Obst und eigenes Gemüse pflanzt. Der große Traum hat sich auf eine Art ein bisschen aufgelöst. Und dann ist der Sojabum dann gekommen. Es einfach geheißen, hat man dann einfach alles um. Was man darf und was man auch nicht darf, tun wir einfach alles um. Und das ist so weit gekommen, dass die, die einen aufgekauft haben und vielleicht zwei, drei andere auch noch aufgekauft haben, dass sie die kleinen Obstgärten, die sie gemacht haben, um ihre Hütten herum, mit dem Traktor alles umgetan haben, dass sie noch ein paar Meter mehr Soja können abpflanzen konnten. Die Anbauschlacht in der Savanne wurde auch von der Weltbank und großen internationalen Unternehmen gefördert. Die Händewellen müssen ihre Kunstdünger und ihre Gifte verkaufen. Wir haben eigentlich eine ganze Produktion für Monate lang von unseren Heilpflanzen nicht verbrauchen dürfen, als ein Flugzeug oder über die geflogen ist, wo die ihre Giftdüse nicht abgestellt haben und einfach alles, die ganze Stadt vergiftet haben. Jetzt finden die Heilpflanzen der Savanne in Klaus Hubers Institut immer mehr Interesse. Es ist zu merken, nicht nur unter den Schülern, sondern unter den Lehrern, dass sie uns sehr viel aufsuchen, um den Schülern zu zeigen, was man schützen müsste und was man alles umlegen, wenn man alles kaputt macht, was für die Heilkräfte in der Natur ist und wie das wichtig ist. Erntezeit in Lucas Durio Verde. Jede trockene Stunde wird ausgenutzt. Feuchtigkeit vermindert den Wert der Ware, welche die Stadt reich gemacht hat. Die Stadt ist zu einem mächtigen Zentrum der Agrarindustrie geworden. Ihre Bewohner leben eng zusammen mit den Vor- und Nachteilen des Fortschritts. Zu Hause erinnern sich Elisabeth und ihr Sohn Bruno an die Anfangszeiten, als bewaffnete Schergen drohten, ihr Haus anzuzünden, weil sich die Eltern für die Rechte der kleinen Bauern wehrten. Wir sind einfach gut instruiert gewesen. Wir haben gewusst, wenn ein Auto kommt, müssen wir davon säckeln. Oder beziehungsweise schon, wir haben das Geräusch vom Motor gekannt. Dazu hat es fast keine Autos gegeben. Oder? Wenn das Auto zu fahren kam, haben wir geschaut. Damals war Bruno 6 Jahre alt. Später zog die Familie vorübergehend in die Schweiz, wo Bruno eine Lehre machte. Also es ist schon unglaublich verrückt. Ja. Also wenn man bedenkt, mit 4 Kindern in den Dschungel zu gehen, ohne zu wissen, was auf sie eigentlich zukommt. Also auf die ganze Familie. Oder? Das ist schon recht beeindruckend. Ich bewundere es. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hatte. Aber auch Bruno setzt die Familientradition fort. Er zieht weiter. Wie die Zukunft ist, ich fühle mich da recht wohl. Aber ich finde nicht, dass das eine Stadt ist, wo ich will, wo mein Kind aufwächst. Früher hatten wir hier Wälder und es war alles schön grün. Und jetzt, wenn man hier zur Trockenzeit ist, ist alles braun. Mit der Monokultur sind natürlich auch andere Schwierigkeiten gekommen, wie Gift
wo wir jetzt auch im Wasser drin haben, oder? Es hat keine Kontrolle. Man weiß eigentlich nicht, was man trinkt. Brunos Vater, Klaus Huber, ist im Reinen mit sich und der Welt, die er mitgeschaffen hat. Wir schauen immer ein bisschen zurück und trösten uns mit dem, dass man sagt, viele von den Sachen, die jetzt passieren, haben wir das zusammengelegt. Unser Traum ist ein bisschen abgeändert worden, vielleicht, oder fest manchmal. Aber es ist auch gleich sehr viel passiert, weil wir das geträumt haben. Mittlerweile wehren sich die Kinder in den Schulen, die er gegründet hat, wenn wieder ein Stück Wald abgeholzt wird. Sind wir immer mehr wie die grossen Farmer merken, dass sie den Flüssen, den Bächen nachher wieder Wald anpflanzen, den sie vorher zerstört haben. Weil sie sehen, dass das gehört zum Gleichgewicht der Natur. Und ich glaube, da müssen wir kämpfen, dass die Leute sehen, wie wichtig das ist, dass sie da die Monokultur auf eine Art machen, dass sie die Natur nicht ganz zerstören. Und manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, bis der Boden reif ist für eine bessere Saat.